Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Was hatte ich ja... Oh. Ja, sag mal du heiliger Bimbam. Oh. Wow. Ich bin ja schon beinahe fertig damit. Ui. So, ja, das... Müssen wir nur noch ein bisschen fertig bauen hier, hä? Na dann, los. Tick-Tock, tutung, deng, deng, dong, dong. Frrr, frrr. Ah, mir fehlen wieder Stöcke. Da fehlt dem nämlich der Stock. Ah, schön. So, warte mal. Machen wir hier so. Und zack. Ach. So, haben wir nochmal 10 gemacht. 2 im Sinn. Hier, Ting-Tong-Tuff. So, Pim-Pam-Pum-Pum-Pum-Pem. Pim-Pam-Pum-Pum-Pum-Pem. Reicht's für den auch noch? Ne. Ah. Es ist dunkel. Stimmt, ich wollte ja auch noch Lampen bauen. Ham. Das könnten wir jetzt rein theoretisch über Nacht bauen. Aber ich brauche dafür 2 Komponenten. Meine armen Komponenten. Aber ich will hier drin schon Licht haben. Gott, sieht das gruselig aus. Schon allein deswegen brauche ich Licht. Rachel? Du bist in Ordnung, oder? Rachel? Boah, aber von hier aus hat die wirklich rote Augen. Also so leuchtende Augen. Wow. Was für ein schönes Halloween-Geschenk. Danke, Rachel. Danke. Die Alte macht mich echt fertig. Die macht mich so fertig. So unglaublich fertig macht mich die. Das hier wollten wir noch aufrüsten. Warum wollte ich das nochmal aufrüsten? Wegen Handgranaten, genau. Grenade Workshop to unlock. Ich meine, das hier, das können wir alles schon herstellen. Hashtag herstellen. Hier haben wir eine normale Workbench. Ja. Habe ich jetzt hier Gitter davor gemacht? Ich glaube noch nicht. Es wäre ja auch nur mal ein Gitter, um zu versuchen, ob das geht. Ja, hier liegt ja auch noch Müll drin. Den Hühnerstall werden wir auf jeden Fall nochmal neu bauen. Ich mag es einfach nicht, dass der so ins Haus rein schwappt. So, Lampen. Lampen. Machen wir mal 3 Stück. Wie viel brauche ich? 1, 2, 1. Komm, machen wir mal 5. Raff doch mal auf. Ich könnte das auch immer jemandem zuteilen. Ach so. So, Lampen. Schön. Muss ich die alle... Kann ich die nicht übereinander stapeln? Nee, die kann man nicht übereinander stapeln. Oh, die gehen auch kaputt. Okay. Dann die 2. Ich würde gerne hier eine Lampe haben. So. Jetzt muss ich die alle auf meine Inventarslots legen. Warte mal. Ich mach das mal eben weg. Nehme die. Die noch runter. Dann ist 1, 2 und 4. Wie viel Licht geben die wohl? Ich möchte ja nicht, dass es dann über Licht flutet ist. Ich würde das gerne höher packen. Über... Ah, okay, das geht. Ah, das geht. Okay. Packen wir hier mal eine hin. Im Flur vielleicht auch noch eine. 2. Schon. Hier. Die 4.
gerne in meinem Schlafzimmer eine. Zack. Ist halt eine hässliche Beleuchtung, aber was will man tun? Dann machen wir hier auch noch eine rein. Huh? Kann er dann immer noch mal eine mehr machen, wenn ich will? Oder wenn wir wollen? Woran? Woran? Hier. Ja, machen wir hier. So. Gut. Dann... Hallo. Ich will nur gerade eben schnell den Generator holen. Huldigen Sie dem Generator. Komm, 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 komm. Ich habe jetzt echt gedacht, ich hätte was gehört. Na, jetzt. Warte. So. Zack. Machen wir hier mal schnell zu. Was ist das? Oh, eine Feder. Oh, wie schön. So, dann können wir eigentlich das Licht von hier drinnen auch rausmoven. Weil das haben wir ja nur testhalber hier drinnen hingestellt. So, machen wir hier. Mal zu. Ich bin gerade sehr, sehr mutig. Ich weiß, ich spüre es selber. Eine Erschütterung der Macht. Das war, glaube ich, zu viel gedreht. Geht das dann noch mit Tür auf und Tür zu? Auf. Ja, perfekt. Tür zu. Gut, dann starten wir doch das schnuckelige Ding. So, nu? Nein, das habe ich wieder eingesteckt. Ah, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Aber ich wollte es ein bisschen höher. So. Turn on. Oh. Müsste meine Lampe vielleicht mal ausschalten. Ja, du. Braucht auf jeden Fall mehr Licht. Zack. Aha. Zack. So, weil dann schalten wir die alle einfach ein. Und am Morgen schalten wir dann immer den Generator aus. Wo hab ich's hin? Ah, hier. Aber, ey, es macht's direkt viel schnuckeliger. Es gibt ordentlich Licht. Hier so ein paar aufeinander. Warte mal, machen wir hier Tür zu. Ja, sieht doch aus wie in einem richtigen Horrorspiel. Spärlich Licht. Rachel, komm aus den Wänden raus. Der Generator stört hier auch nicht wirklich, wenn er draußen rumort. Kann ich nur sagen, läuft. So, als nächstes werden wir wahrscheinlich gucken müssen für was Trinkbares. Water Purifier. Da haben wir noch ein bisschen Water drin. Ah, die Flasche kann ich wieder ablegen gehen. Wohl bekommst. Ah, es ist immer so laut, dieses Dose öffnen. Flaschen sind, glaube ich, hier. Ja, genau. So, das können wir dann morgen wieder auffüllen. Weil wir frühstücken gehen. So, kann man hier Licht ausmachen. Okay, ich glaube, die Lampe ist ein bisschen weit zu oben. Warte, das korrigieren wir noch schnell. Wenn ja. Wen soll ich denn die Lampe? Ja, ich glaube, hier neben der Tür ist schon am besten. Ja, vielleicht nicht ganz so hoch. So. Ich kann sie nicht als Deckenlampe nutzen, oder? So eine, die Lampe deckt. Die Decke lampt. Ginge auch. Sieht zwar bescheuert aus, aber ginge auch. Oh, oder kann ich sie noch drehen? Warte. Das haben wir gleich. So, noch einmal. Die 1.
Nee, also die kann man nicht drehen. Ist nicht turnable. Aber ich kann es hier hin. Wie wär's denn mit hier? So. Ist doch super. In den Schränken findet man sowieso nie was, wenn man in der Nacht mal was sucht. Schön. So. Na, ich schlafe aber jetzt gerne bei Tageslicht. So. Hell. So. Now rest. Was haben wir? 22.43 Uhr. Ja, komm, hier. Machen wir mal so 7, 8, 8 Stunden. 8 dürfen schon. Ist mir doch egal, ob hier irgendwas war oder nicht war. Grr, grr, grr. Guten Morgen. So. Können wir nämlich den Generator einfach... Ha, theoretisch müsste ich den jetzt eigentlich laufen lassen. Weil wir wollten uns ja noch einen Kühlschrank bauen. Ich schalte ihn erstmal aus. Wir haben den Kühlschrank ja noch nicht. Da können wir ihn noch getrost ein bisschen ausschalten. So. Danach wird es dann schwierig. Was kostet mich eigentlich so ein Kühlschrank? Wo waren der nochmal? So ein Schild würde ich ja auch gerne bauen. Ja. Dass das Feines ist? Keine Ahnung. Das müsste man mal versuchen. Hier. Ein Kühlschrank. Da brauchen wir ein Gier. Small Fridge, also wir würden natürlich schon zum großen Fridge hinstellen. Das muss dann schon sein, ich habe auch ein großes Bett hingestellt. So eine wäre auch mal nice. Stuhl, ein Hocker, Tisch. Da müsste ich bei mir noch ein paar Tische reinstellen. Hier die Schränke sind völlig in Ordnung. Da haben wir genug von. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Large container, cold store, many items and cold prevent the thieving well. Also kann gegen Diebstahl gesichert werden. Very well. Wie ist es aber jetzt hier? Warte mal, das hier. Brauche ich auch 1, 8 und 8. So ein paar Flutlichter draußen hinstellen, damit dann gegen draußen auch abgesichert ist. Das wäre natürlich auch mal ein schöner Spaß, den man sich so erlauben könnte. Aber ja, nein. So, Stöcke, Äste. We're on the road again. Ich suche Stöcke und Äste. Bin halt fame. Aha. Ist da? Nee. Niemand mag Bären. Und den habe ich gezeigt, wo es lang geht. Den habe ich gezeigt, dass man das mit mir nicht tut. Aha. Ja, ich bin ja. Es müssten dann schon ein, zwei mehr sein, bitte. Ich habe gar nicht ausgerechnet, wie viel ich brauche. Sind es zwei? Zwei pro Abschnitt. Das wiederum bedeutet, das sind ganz viele Abschnitte. Das heißt, ich brauche Pi mal Daumen, zwei im Sinn, Punkt vor Komma, Strich vor Komma, minus zwei, weil der Nami war mal pinkeln zwischendurch. Ich brauche ganz viele. Jetzt habe ich's. Nein, ich habe nicht gezählt, wie viele ich hingestellt habe. Das könnte ich vielleicht zur Abwechslung mal noch tun. Zählen, wie viel ich da hingepappt habe. Anhand von dem dann eine genaue Berechnung machen. Vielleicht noch das Team von Galileo einladen. Und dann gucken wir zusammen, wie viel der Nami Stöcke sammeln muss, bis er sich endlich sein Traumhaus errichtet hat. Ich habe mal in den Kommentaren geschrieben, die würden alle auf der Straße liegen. Das ist für mich eine Straße. Wahrscheinlich war nicht die Straße gemeint, hä?
gehen jetzt mal zu Fuß gucken. Und wir sind komplett geheilt. Ich bin wieder hergestellt. Ja, steil. Papier umwickelt Stein, ich hab gewonnen. Na, du blöder Stein. Hier ist noch einer. Da war eine Feder. Für Pfeile. Pfeile müssen wir uns auch noch... Ich brauche noch mehr Stöcke. Warte mal, aber wir können ja harvesten. Wenn ich auf Harvest gehe, das da reinmache. Tool not found. Also es bringt uns genau gar nichts. Dieses Harvesten habe ich bisher noch nicht rausgefunden, wie ich das genau nutzen kann. Oder ob das nur an einer Working Bench geht oder so. Ah ja. Wir gehen mal hier lang. Ich nehme ein Blatt und zwei Steine spawnen. Was soll denn der Scheiß? Immer aufspringen zu gucken, ob da nicht irgendwas drauf liegt. Kleine Info, tat es nicht. Nein. I'm on a road again. Ja, ich weiß, ich bin gerade nicht auf der Straße, sondern im Wald. I'm on the forest again. Ich brauche kleine Stöcke. Ich brauche mehr, als es scheint. Ich würde gern mehr Stöcke haben, weil Stöcke, die sind fein. Ja, Stöcke, die sind fein. Ich finde nur Blätter. Scheiß Wald. Ich geh wieder auf die Straße. So, nun. Ja, vor mir. Vor meiner Schnauze. Also Schnauze. Warte mal, hier ist einer. Und hier ist einer. Und da ist ein Banditennest. Ob die Herren Banditos wohl zu Hause sind? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, wenn sie zu Hause sind, würde ich es gerne nicht rausfinden. Nicht rausfinden. Señores Canoves. Oh, die sind zu Hause. Oh, schön. Ich verkrübel mich wieder im Wald. Mhm. Und von hier kommt bestimmt gleich ein Bär angerannt. Eine Frage. Wie weit kann ich so einen verfluchten Speer werfen? Ich weiß, ich möchte eigentlich diesen... Oder ganz schön weit in den Wald rein. Ich möchte eigentlich diesen Trick hier nicht ausnutzen. Aber ich muss euch gestehen, in einem Gefecht, ich glaube, ich würde das locker einfach einsetzen. Weil man muss sich ja irgendwie verteidigen. Also das Verteidigung muss schon sein, ja? Denn selbst wenn ich mich nicht verteidige, machen die mit mir, was sie wollen. Nicht, was ich will, sondern was sie wollen. Mhm. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Such mir ein paar
Äste. Ich weiß, ich könnte auch einfach einen Baum kurz und klein schlagen. Aber dann liegt dann wieder überall das Holz rum, das ich einsammeln muss. Ah, das ist zu anstrengend. Da gehe ich doch lieber ein Stück zu Fuß. Kleiner Spaziergang. Eine morgendliche Runde. Durchs gelobte Land. Aber hier liegt einfach verdammt nochmal gar nichts. Gar nichts und davon erst recht nicht viel. Kann ich hier hoch? War hier oben eigentlich nicht das Ende der Welt? Oh, wow. Doch, doch, da oben ist das Ende der Welt. Haha, ich hab's Ende gefunden. Oh, aber es sieht so schön aus. Wow. Einfach nur wow hier oben. Dreh dich um, komm von hinten Yogi-Bär angerannt. Nicht runterfallen. Ich werde hier trotzdem noch gucken gehen. Wenn ich mir schon die Mühe mache und hier hochkraxel, dann gehe ich auch gucken. Da hinten geht es also wieder ein bisschen runter. Es sieht sehr schön aus. Ich muss euch gestehen, es gefällt mir. Oh Gott, ich habe vergessen zu speichern. Komme ich überhaupt wieder zurück? Das letzte Mal haben wir uns ja sämtliche Knochen gebrochen. Am Ofen, am Ofen. Doch, doch, warte, warte. Hier, hier, komm. Nein, ja. Oh, Junge, Mädel. Alter Mann und Frau Holle. Jetzt muss ich nur noch hier irgendwo wieder runterkommen. Nemi, komm runter jetzt. So. Schlittern, aber nicht fallen. Schlittern, aber nicht fallen. Geht doch. So, und nun? Sind wir nicht gegenüber von diesem Banditencamp irgendwo hochgefahren? Respektive runtergefahren gekommen? Habe ich mir gedacht? Ja, doch, doch. Doch, doch. Schau. Oh. Ich fallen. Hirsch. Kuh. Ich habe kein Messer dabei. Okay, das war ein bisschen daneben. Nein, du blöde Hirschkuh! Warte, ich muss meine hier. Wo ist er hin? Na nü? Wo ist er hin? Ach Mensch. Oh, ich habe gar keine Axt bei mir. Ah, verflucht. Ja, wir wollen ja eigentlich auch nur Stöcke sammeln. Von dem her. Hm. Das geht schon. Wenn jetzt hier noch irgendein so ein Nebelwandler. Wandler. Mandala! Woo! Ich habe ihn erwischt! Ich habe ihn erwischt! Ich habe ihn erwischt! Wo geht's hier raus? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das ist mein Frühstück. Der muss doch hier irgendwo sein. Großer Elch mit einer langen Lanze drin. Hat Elch gesagt. Oh, ein Ast. Ich schleiche durch den Wald. Ist der jetzt allen Ernstes gedespawnt? Der hätte eigentlich nicht mal mehr wegrennen können. Ich habe in der Ferne ein Huhn gehört.
Ich glaube, wenn ich jetzt nicht hier hingegangen wäre, wäre der Elch wieder zurückgekommen. Hoffe mit meinem Speer, aber wissen kann man das natürlich nie. Ich gehe nochmal hier hin. Und ich habe in der Ferne einen Huhn gehört, dass ich mir hoffentlich auch gleich krallen werde. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So. Heißt zwar. Hä? Hä? Da hinten ist er ja. Sagt nix, der Kleine. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab kein Messer dabei. Kacke. Das ist meiner. Das ist meiner. Und das ist auch meiner. Combat Knife. Was kriegen wir hier? Hier kriegen wir ein bisschen... Oh, hier kriegen wir ein bisschen... Fleisch raus. Hier... Würde ich gerne mehr Fleisch haben. Tool not found. Ich habe gar kein Item dabei. Dass ich den nicht einfach so mitschleifen kann... Also die Beine geben gar nichts her. Das gibt so ein bisschen... Ein bisschen. Ja, die gehört. Ein bisschen was her. Ich komme wieder, mein Freund. Steh einfach hier. Jetzt mal am Boden festhackern. So, wir dürfen den nicht vergessen da hinten. Ich habe mir schon überlegt, irgendeine Fackel oder so hinzulegen. Wir gehen jetzt hier erstmal ein bisschen weiter untersuchen. Dachte, ich hätte hier oben irgendwo ein Messer gefunden. Gut, das war natürlich erst gerade. Gerade erst. Das heißt, es kann jetzt schon ein Momentchen dauern, bis das Zeug da hinten wieder spawnt. Und wir dürfen nicht unsere Hauptmission außer Acht lassen. Wir sind hier, um Äste zu craften. Also zu sammeln. Ja. Zu looten. Äste zu looten. Damit auch der Nemi mal einen Ast kriegt. Ich sag, oh. Ich hab einfach Angst, dass irgendwo ein Bandit um die Ecke kommt und zack, tot. Ich habe jetzt ganz viele hier Oh, was ist denn hier? Ja, Komponenten. Eine Glasflasche, yay. Warte, da war noch was. Das ist nochmal eine Glasflasche. Aber die komme ich nicht ran. Warte mal, ich habe doch noch meine Spitzaxe. Die hält zwar nicht mehr viel aus, aber... Ne, ich kann es nicht zerstören. Ich brauche dafür wahrscheinlich eine richtige Axt. Warum habe ich Trottel auch alles zu... Ja, ich wollte eigentlich auch nur Äste craften gehen. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier so weit hochrenne. Wirklich nicht. Nein. Habe ich nicht damit gerechnet. Da oben ist das Territorium von Yogi dem Bär. Yogi dem Bären. Dem Bären. Das ist klein. Oder sind da noch Baumstämme? Was machen die hier? Ich gehe da nicht hoch. Ich bin gerade erst wieder zusammengewachsen. Nach meiner letzten Begegnung. Eines Bären. Obwohl da stand, ich sei gefallen. Ich bin nirgendwo runtergefallen. Ja, ich bin gefallen. Beim Bären gefallen. Aber nicht so übel, dass mir gleich Gliedmaßen abfallen.
So, und nun? War's das wieder? Mit den Ästen? Äste ist alles g'si? Also entweder laufe ich immer ganz geschickt um die Äste rum, ohne es selber festzustellen, oder... Seht ihr? Oder ich kriege langsam kalte Füße. Ich würde mal eher das Zweite sagen. Ich kriege wirklich langsam kalte Füße. Ich muss mir angewöhnen, Socken anzuziehen. Oder Finken. Oder sonst was in der Richtung. Ich könnte auch einfach den Rechner auf den Boden stellen. Der gibt ziemlich gut Wärme von sich. Nein, jetzt keine Panik. Der überhitzt nicht, aber ist halt ein normales Gerät. Ein normales Gerät gibt eine gewisse Menge Wärme von sich, wenn es läuft. Und 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 läuft. Ich sollte endlich die Duracell mal rausnehmen, ha? Huh? Yay! Yeah. Nein. Ich darf den Hirsch da oben nicht vergessen. Wenn ich mir schon die Mühe mache und einen Hirsch erlege, darf ich den Hirsch nicht vergessen. Ich muss daran denken. Ganz, ganz hart daran denken. Und ich dehydriere gerade. Das ist auch nicht ein schönes Gefühl. Dann gehen wir jetzt da vorne nochmal hin. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch irgendwo was Trinkbares rumliegt. Bisschen mehr Äste oder so. Richtig, Ästebahn. Ich liebe Wortspiele. Ich liebe unglaublich Wortspiele. Ah, ein Ast. Von der Ast dreht. Da kam noch einer hinterher. Geht leider nicht. Was zu saufen wäre nicht schlecht. Was zu trinken käme mir recht. Ich würde gerne alles für mich haben. Was zu trinken wäre okay. Was zu schlucken nicht so. Hey, die Beere wird's wohl auch tun. Bi bi di bi di bi. Bi-bidi-bidi-bidi. Oh-oh. Bi-bidi-bidi-bidi-bi. Bi-bidi-bidi-bidi-bidi. Ich habe mich verlaufen. Zwei Äste. Drei Äste. Das ist spektakulös. Und daneben noch eine Feder. Ich raste aus hier. Pi-padi-papu. Pi-padi-papu. Und wie wir schon häufig festgestellt haben, ist das der Moment, in dem der Nemi auf einmal schreiend wegrennen muss. Aber es gibt auch noch einen anderen Moment. Den Moment, an dem die Folge endet. Den Moment haben wir nun erreicht. Wir stehen wieder mitten im Wald, das ist herrlich. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei seid. Wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier war ich auch noch nie. Oder? Hä? Ich muss mein Auto haben. Sacre bleu. Der Sacke wird blau. Ich habe ein Messer. Geil, wir werden den Hirschluten gehen. Ich muss unbedingt mit meinem Auto hierher kommen. Alles kaputt machen. Hier das. Die beiden mitnehmen, das kaputt hauen, das da vorne beides mitnehmen. Dann muss ich mir weniger Sachen craften und kann mehr mitnehmen. Hier noch ein Schrank. Oh, Jan, yes, geil. Ja, dann beende ich die Folge hier mal. Bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Wir werden hier auf jeden Fall nochmal einen kleinen Abstecher mit unserem Auto machen und alles mitnehmen. Gut, dann gehabt euch wohl. Bis die Tage, bis demnächst. Mach keinen Schabernack. Und ja, ich bin jetzt einfach raus. Ciao. Mann, warum war ich hier noch nie?